So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Woche beginnt recht fulminant. Der DAX konnte zwischenzeitlich, also im Future-Handel, über 9.930 Punkte steigen. Da lag das hoch bei 9.930,5. Aktuell gab es jetzt einen kleinen Rückgang von 60 Punkten. Der Future steht bei 9.873. Das Bild sollte da sein, gerade nochmal kontrolliert. So. Dann, was ist passiert? Ja, die Brexit-Abstimmung ist natürlich jetzt am Donnerstag bzw. Freitag. Am Wochenende gab es nochmal eine Umfrage und da sind die EU-Befürworter wieder deutlich oder sind dort halt in der Mehrheit. Und deswegen gab es jetzt hier die starke Eröffnung im DAX. Damit hat sich hier jetzt leider oder zum Glück schon ein, zwei Setups ergeben, beziehungsweise schon sind abgeschlossen. Ja. Hier, bevor ich überhaupt von den Ergebnissen was wusste, war im DAX dieses Szenario eben eingezeichnet. Nachbörslich standen wir ja schon im DAX bei 9.700 Punkten. Die erste Indikation in der Nacht waren dann gleich hier bei 9.820. Und wie gesagt, im Future-Handel um 8 Uhr gab es einen Anstieg bis 9.930,40. Also wurde hier fast schon auch die letzte Marke erreicht. Und jetzt gab es, wie jetzt hier eingezeichnet, waren jetzt hier Abpraller dann zu erwarten. Das größere, richtige Kaufsignal wäre jetzt hier also eine Stop-Buy-Marke in meinen Augen erst bei 10.070 Punkten etwa. Oder wenn man hier das Gap noch sieht, also ein Schlusskurs über dieser Marke, ist jetzt hier dann wichtig. Schlusskurs und nicht Intraday. Im Pfund habe ich auch ein Setup erstellt. Hier oberhalb dieses Widerstandsbandes wäre ein Kaufsignal. Und siehe da, ist dann sowieso dann direkt hier hingelaufen. Und der zweite exakt an dem Wochenwiderstand abgeprallt erstmal. Also hat es hier auch mal gepasst. Natürlich schwer zu handeln. Aber die Analysearbeit war in dem Fall auch wieder absolut dann richtig. Zum Gold gab es ja hier nur am Freitag ein Zwischenfazit bzw. einen Rücklauf und einen Gegenlauf. Hier das große Kursziel ist hier ja erstmal erreicht worden. Da gibt es jetzt hier aktuell nichts weiteres. Euro-Yen ist an der Marke abgeprallt, auf Schlusskursbasis. Dann sollte jetzt dieses graue Szenario eben fungieren und darf dann hier bis zur Oberkante hier ansteigen, wo dann auch der EMA 20 in den nächsten Tagen oder Wochen eben verlaufen wird. Bei den Forex-Setups noch. Hier läuft australische Dollar, kanadische Dollar, recht gut, beziehungsweise ist halt im Plus. Das australische Dollar, neuseeländische Dollar konnte hier der Stopp verteidigt werden, aber aktuell gab es jetzt hier im heutigen Tag eine negative Kerze. Also da waren hier auch die Kerzen, die am Wochenende da waren, falsch. Im Pfund, australische Dollar, kann hier das Kaufsignal, Stop-Buy-Marke, super abarbeiten. Zwar noch nicht das Kursziel erreichen, aber die Stop-Buy-Marke war hier dann richtig. Das war jetzt ja hier nochmal der australische Dollar, kanadische Dollar im 1-Stunden-Chart. Der Stopp wurde nachgezogen, also wurde hier, wer jetzt hier eingestiegen ist, um den Punkt noch rum, das wurde ja hier nachgezogen, Stop-Buy-Marke war hier klar definiert worden, der liegt hier mit Chance-Risiko-Verhältnis, das war dann hier bombastisch,
hier legt man natürlich noch nicht ein R, also noch nicht das Risiko hat man hier noch nicht verdient. Noch ein kurzes Wort zum Öl. Es kann heute jetzt hier weiter ansteigen. Da gab es direkt, ja, sollte jedem bekannt sein, dass es die Kursziele nach unten, so wie im Brent, erreicht worden sind. Auch wenn es jetzt hier um 10 Cent oder 20 Cent nicht ganz. Allerdings war ja dann im Brent, im WTI und hier alles gesagt worden, dass jetzt hier eine größere Gegenbewegung starten kann. Die eben allerdings nicht über 51 US-Dollar jetzt hier laufen sollte. Aber erst zu dem Zeitpunkt schaue ich mir dann die Öle genauer an. BMW, ich denke mal, wenn ich jetzt hier auf eine Indikation umschalte, auf lang und schwarz, dann dürfte wahrscheinlich, ja, da liegt BMW schon deutlich über dem Kursziel. Also ist das Setup dann auch hinfällig. Der Hang Seng, da liegt man jetzt im Plus mit rund 150 Punkten. Im Hoch waren es dann über 200 Punkte. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, die Woche wird sicherlich sehr volatil werden. Sind sicherlich einige Sachen handelbar, aber eher alles nur im Intraday-Bereich. Ich wünsche allen erfolgreiche Trades natürlich.